The ocean is making up 2/3 of the surface of the planet. That's where life started. That's where the biggest ecosystems of Earth are still sitting. They are the key drivers of weather. It brings a lot of economy, a lot of food for many people. The state of the oceans is critical. We're losing oxygen, with warming up, it's getting sour. So we need to take care of the ocean and we need to monitor the state of the ocean. So the EU-funded Project Eurosea is trying to bridge the gaps that we have in ocean observing around Europe in particular, but also connecting to the international observing system. I mean, it's one planet and one ocean, so we have to work together and we have to agree on common standards, common ways to disseminate the data, etc. So the European research area is key for the European nations to work together on ocean observing. Today we are on the research vessel Alcor from GeoMar in Kiel, and we are making a pre-test of a mooring that's going to go out in our long-time observatory that we have by the Cape Verde Islands in the tropical Atlantic. Wir testen hier auf der Alcor eine Boje, die unterschiedliche Messungen im Meer, aber auch in der darüberliegenden Atmosphäre ausführen kann. Und in der Atmosphäre misst sie Luftdruck, Lufttemperatur, Feuchtigkeit und dann im Ozean die Wassertemperatur und den CO2-Gehalt im Oberflächenwasser. Die Daten, die wir mit der Boje gewinnen, helfen uns, den Austausch zwischen Ozean und Atmosphäre besser zu verstehen. Ein wichtiger Prozess bei diesem Austausch ist die Aufnahme von Kohlendioxid, von unserem großen Klimatreiber. Ich befinde mich gerade hier vor Westafrika auf den Kapverdischen Inseln, also mitten im Atlantischen Ozean. Und unter anderem haben wir hier eine sogenannte Segeldrohne oder eine Saildrohne im Einsatz, die den CO2-Gehalt des Ozeans, aber auch der Atmosphäre darüber misst. Und das ist von Interesse, weil wir global verstehen wollen, wie der CO2-Gehalt durch die Ozeane aufgenommen wird und dadurch die Konzentration in der Atmosphäre auch abpuffert und mindert. Eine weitere Technologie, die wir hier einsetzen, sind sogenannte Argo-Floats. Das sind Messgeräte, die im Ozean freitreiben. Und beim Wiederauftauchen messen sie verschiedene Parameter, die sie dann per Satellit an internationale Datenzentren senden. Und diese Daten werden umgehend aufgenommen, zum Beispiel von Wetterdiensten, die an globalen Wettermodellen arbeiten. So Eurosea is a key element from the European Union to contribute to the G7 Future of Seas and Oceans initiative. It's also contributing to things like the Paris Agreement actually. Das Eurosea-Projekt hat für mich wirklich eine faszinierende Bedeutung, weil es unterschiedlichste Aspekte, die wir für die Ozeanbeobachtung benötigen, sehr schön verbindet, damit wir wirklich eine umfassende Beobachtung des Ozeans durchführen können. Was eine Sache ist, die man nur gemeinschaftlich durchführen kann. Und das fördert das Eurosea-Projekt in großem Maße.